Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Heyday. Ja, es ist ja nun schon eine ganze Weile her, dass ich euch mit einem Heyday-Video, ja, beglückt habe. Ja, zwischenzeitlich habe ich es auf Level 42 geschafft. Ja, und was gibt's mit Level 42? Natürlich den Kaffeekiosk. Den habe ich schon gebaut. Der brauchte ja anderthalb Tage, ehe der gebaut war. Hab zwischenzeitlich dann natürlich hier schon mal Kaffee angesetzt. Ja, also hier Kaffeebühnchen, ja, brauchen wir ja. Und ja, demzufolge musste ich natürlich hier meinen weißen Zuckervorrat etwas, ja, Vorrat etwas, ja, auffüllen. Weil für den Espresso brauche ich ja Kaffeebühnchen und weißen Zucker. Sehr schön. Ja, meine Helferlein sind natürlich nur mittlerweile auch nicht mehr aktiv. Aber gut, wenn man halt kränkelt, dann muss man sich entscheiden, was man spielt. Und ja, ich habe mich auf die grundlegenden Sachen, die Hauptsachen des Kanals beschränkt. Das war denn der LS. Aber ich habe gesehen, und das ist aber nicht der Grund, warum ich heute dieses Video aufnehme, sondern ich habe es auch in den Kommentaren gesehen und ja, wir haben jemanden, der unserer Community beitreten möchte. Und ja, lieber Flori, danke für deinen Kommentar unter dem Video und na klar, du bist dabei. Gucken wir doch mal, Level 18, also auch noch nicht so sehr weit. Warte mal, hier war eine Kiste, hier war eine Kiste. Ach, eine Schaufel. Warte mal, jetzt muss ich ja mal rauszoomen. Ist am Computer immer nicht ganz so leicht. Ja, mit dem Handy geht es doch leichter. Aber auf dem Handy möchte ich das nicht aufnehmen, ne? Tja, was hast du denn im Angebot? Leider Sachen, die ich gerade nicht brauche. Da findet sich bestimmt jemand. Nein, ich kaufe dir die nachher. Was? Ja, komm. Bist jetzt auch mal mein Freund, wenn du magst. Also, in-game. Oh, weia, so weit ist halt schon, ne? Ja, nutzt den Community-Chat, der hier verfügbar ist, ne? Ist ja alles kein Problem. Also hier und alles Shane, ne? So. Gut, dann werde ich mich jetzt erstmal mit den alltäglichen Sachen beschäftigen, denn ja, mein Oster-Event, das Ostern steht vor der Tür. Belebe so viele Bäume und Sträucher auf anderen Farmen wie möglich wieder und fülle so viele Schiffskisten von anderen Spielern wie möglich, bevor die Zeit abläuft. Ostern steht vor der Tür, lasst uns einander helfen und gemeinsam eine schöne Zeit haben. Tja, das wird denn schon schwierig, ne? Ist also nicht so einfach, zumal ich jetzt mich selber gerade erst wieder aufgefüllt habe. Denn letzte Woche gab es ja dieses Event mit den Lastwagen. Ja, dass man ja auch, also es waren ja insgesamt 100 Lastwagen, die man losschicken musste. Und holla die Waldfee, ich habe ganz schön mein Tun gehabt, aber ich habe es geschafft, ne? Als Community, also als, ja, großes globales Ziel gab es ja denn auch als Belohnung, denn diese 5 Diamanten, wie immer, habe ich mich sehr drüber gefreut und ich habe auch mein persönliches Ziel erreicht, also auch die 100, sodass ich natürlich meinen größten Anteil dazu beigetragen habe. Ja, und dann wurde ich krank und dann blieb das alles ein bisschen liegen. Oh Gott sei Dank. Officially, officially. So, dann gucken wir uns hier das hier noch an. Ja, eine Axt, sehr schön. Was gibt's noch? Eine Schraube. Jo, ich hab sie doch schon locker. Meine Güte. Ja, dann geht's hier los, ne? Dann müssen wir jetzt hier Kaffee im Zucker und so weiter und so fort, weil so ein Espresso dauert ja nur 30 Minuten. Ja, ist jetzt also nicht allzu viel. Komm, dann machen wir jetzt hier mal ein bisschen auf Vorrat. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich komplett bei Null anfangen, ne? Was ist denn hier neu? Schon wieder Werbung in irgendeiner Art? Nee, ich möchte das hier so nicht haben. Ja, auf geht's. Dann machen wir erstmal hier unsere Tiere, versorgen wir die erstmal. So, das ist ganz übliche, ne? Hab mich auch heute Morgen extra nicht eingeloggt. Ja, ich habe mir gedacht, ne, heute machst du mal wieder ein Heyday-Video. Und dann kam natürlich der Kommentar vom Flori. Ich dachte, naja, das passt ja. Dann kannst du ihn gleich aufnehmen in die Gemeinschaft. Also, wenn ihr da Lust habt, meldet euch einfach. Ich bin ja jetzt dann auch wieder gesund und dann auch wieder täglich am Start. Es wird aber nicht täglich ein Video geben.
Ja, also das sage ich so, wie es ist. Das wird mir einfach zu viel. Ich habe vor, so vielleicht 2 bis 3 Videos die Woche zu machen. Ja, ich denke, das ist auch ganz in Ordnung, weil so viel passiert ja jetzt hier auch nicht, ne? Also ihr seht, man braucht ja dann schon eine ganze Weile, um mal so ein Level gebacken zu kriegen. Ja, naja, wird schon alles gut. So, dann gucken wir mal hier. Speck machen wir auch noch. Was? War ich ein Schweini vergessen? So, einmal so. Ja, Schäfchen können wir jetzt nicht fertig machen, aber ich brauche auch im Moment tatsächlich einfach keine Wolle. Was? Was ist hier los? Oh, Hühnerfutter habe ich auch nicht. Okay, dann machen wir Hühnerfutter. Zack und zack und zack. Ja, mit dem Finger geht das deutlich leichter. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe keine Möhrchen. War ja klar. Ja, jetzt machen wir hier erstmal alles schicki. Ich habe ja immer so mein System, ne? Das ist ja immer alles gleich angepflanzt. Ich weiß, das ist nicht ganz sinnvoll. Na, eigentlich ja schon, weil meine Scheune und so, da ist noch nicht so viel Platz. So, dass ich da jetzt einfach immer von allem etwas haben möchte, aber halt nie auf große Mengen kommen kann. So, und dann machen wir hier einfach mal, wie viel machen wir denn? Wir brauchen eine 4. Komm, einer geht noch. Ja, müsste ausreichen. Weizen haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht. Ja, Mai, was ist hier los? Junge, jetzt muss ich erstmal. Naja, gut, durch dieses Event ist natürlich auch alles ratzeputze leer gewesen. Ich denke mal, das ging euch dann auch nicht anders. Gut, ich meine, wer hier Level 100 ist oder so, hat dann sicherlich nicht so die Schwierigkeiten, ne? Aber wir Kleinen schon, ja? Wir haben da wirklich unser Tun. So, ja, aus der Mine, da mache ich nicht weiter. Was machen wir hier? Jetzt ist mein Ziel natürlich, alles erstmal wieder so auf 5 Stück zu haben. Ja, Butter und so. Also von allem so um die 5 ist immer so mein Ziel, dass man denn auf jeden Fall erstmal was losschicken kann, wenn dann wieder so ein Event losgeht. Und ja, hier fehlen mal wieder die Eier. Ich habe heute irgendwie, naja, schon wieder eine volle Meise. Nehmt es mir bitte nicht übel. So, dann werden wir als nächstes dann gleich mal Hühnerfutter in Gang werfen. So, haben wir jetzt alle? Ja, liegen alle brach. Alles schön. So, da hatten wir ja jetzt schon. Oh Gott, da fehlen die Möhrchen. Dann nehmen wir dich. Da haben wir nur einen. Ach komm, dann machen wir hier gleich noch den nächsten. Läuft der denn eine ganze Weile? Jetzt habe ich rangezoomt, das wollte ich doch gar nicht. So, wir müssen dann auf jeden Fall noch mehr Butter machen. Sehr viel mehr Butter. So, was haben wir hier? Die Scheune ist voll. Na, das ist ja toll. Dann haben wir nämlich gleich noch einen besonderen Grund, hierher zu gehen und zu gucken, was die hier so wollen. Denn in der Stadt, die Leute sind ganz schön anspruchsvoll, ja? Ey, yo, Bruder, hast du das gesehen? Haha, geil. Cool. So, dann machen wir erstmal unser Kistchen auf. Eine Landkarte, wie schön. So, ihr wollt was? Oh. Also die brauchen immer so viel, das ist irgendwie nicht lustig, ne? So, Mister, hier, ab in eine Pension mit dir. Was brauchst du? Ja, kriegst du Hobby. Also heute ist ganz schlimm mit mir. Totale Meise, aber so richtig, ne? Ja. 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 Oh Mann, wieso wollt ihr überall dahin, wo nicht geht? Sauerei, Sauerei. Oh, was ist denn er hier? Er hier ist immer geil. Ihn finde ich ja gut. Hier, Lebensmittelgeschäft. Ab mit dir. Oh. Jo. Nee. Also habe ich sie jetzt alle durch. Kann ja keinen mehr unterbringen. Sehr schön. Dann geht's auf wie. Habe ich nicht. Wie schön. Habe ich auch nicht. Also Brote gehen ja relativ schnell. Ach, Sahne. So, aber das hier wird nicht gehen. Das heißt, guter Mann, mach es gut. Bis zum nächsten Mal, vielleicht. So, wollt ihr noch irgendeiner ins Kino? Ja, sie. Warum gehst du da jetzt nicht hin? Guck mal, hier ist frei. Hallo? Ach, die war schon im Kino. Ach, Manu. Keiner will ins Kino. Das finde ich jetzt aber nicht nett. So gar nicht. Sauerei. Na gut, dann gucken wir hier. Ihr habt zu tun.
Ja, macht sie doch aber gerade schon. Was ist denn? Ach so, hier. Drei Brote. Na, dann machen wir mal drei Brote. Dann haben wir nämlich gleich was, wo wir mit Ziel produzieren können. Oh, jetzt muss ich erstmal. Was ist denn jetzt? Ich wollte eigentlich nur rauszoomen. Seht ihr? Und das ist so ein bisschen manchmal das Problem, wenn man am PC spielt. Da ist das nicht ganz so einfach. Da muss man gucken, wo man seine Maus hat. Ja. Was wollten wir? Brote. Der Weizen. So, der dürfte ja schon wieder reif. Na doch, erntereif sein. Ja. Schon richtig. Ah, ein Brett. Ein Brett vom Kopf. Ja. Brot. Also Brote brauchen wir sowieso in Massen, weil ich glaube, unsere Burgerproduktion müsste auch mal wieder los. Nee, da habe ich 5, aber hier, ne? Also Brote. Beschränken wir uns mal auf Brote. Ich wollte nicht so nah ranzoomen. Ich fühle mich so genötigt. Tja, was machen wir hier jetzt? Da haben wir 5, da haben wir 5, da haben wir 5. Da können wir gerade nicht. Zwei Tomaten. Da fehlt dieses, da fehlt jenes. Komm, das können wir machen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unseren Tomaten? Grundsätzlich erstmal alles ernten. Ernten. So. Und ich glaube, dann brauchen wir noch ein paar mehr Tomaten. Und hier haben wir ja noch Kartoffelchen. So, da ist Zucker. Braucht man noch irgendwas? Das lassen wir erstmal so. Das wächst alles. Das ist alles schön. Komm, dann machen wir mal hiervon ein paar. Die verkaufen sich super gut. Also, sobald du die eingestellt hast, zack, sind sie weg. Das geht rucki zucki. So, geht's hier weiter. Och, hier Blöverchen. Ach, immer so ist hier alles voll. Das ist nee, nicht schön. So, ach komm, dann machen wir noch eine Hose. Dann haben wir davon nämlich auch 5. Das war mit dem Thema schon durch. Meine Güte, ich wollte nicht ranzoomen. Na doch, können wir machen. Apfelbäume sind ja reif. Entschuldigt, ich habe heute einen vollen Sockenschuss. So, dann gucken wir mal. Die sind alle im Eimer. Alle. Oh doch, hier, guck mal, hier können wir einen machen. Der geht. Der geht. Und der geht. So, da können wir gleich noch ein paar Kirschen. Vielleicht haben wir ja da denn noch das ein oder andere Bäumchen, was wir retten können. Ja, guck mal. Dann gleich mal was fürs Event tun. Gleich zum Bäume wiederbeleben. So. Ja, also wer da in einer Gemeinschaft ist, der sollte natürlich möglichst so fair sein und naja. Ja, man postet das ja in der Gemeinschaft sowieso automatisch. Ja, also dass ihr da nicht erst anfangt, großartig in einer großen Weltgeschichte rumzuposten. Ich denke, lieber erstmal in der Gemeinschaft nach Hilfe fragen, denn die Leute wollen ja auch vom Fleck kommen. Für mich ist das Event jetzt erstmal nicht so wichtig. Wenn da aus der Gemeinschaft natürlich jemand hilft, freue ich mich sehr. Ja, muss man gleich wieder ein paar Bäumchen nachpflanzen, ne? Hallo. Hallo. So, und gib mir den Baum. So, reicht. Mehr möchte ich nicht. Hühnerfutter! Schön. Haben wir bis auf Eis alles zum Laufen gebracht, mehr oder weniger wieder. Das geht ja mal rucki zucki. Gerade ja das Hühnerfutter. Ach, hatte ich ja schon aufgemacht, ne? Ja, Kinders, was soll ich dazu sagen? Da muss ich jetzt mal gucken, wo ich zu meinen Bäumchen komme, ne? Das ist ja denn jetzt ein bisschen schwierig. Oh, gucke, schon fertig. Hä? War es nicht eine halbe Stunde? Ach, 5 Minuten! Als Klärchen, mein Bärchen. Gut, da werde ich mal ein bisschen durch die Gegend hier in der Zeitung wahrscheinlich eher suchen, dass ich hier irgendwem noch helfen kann.
Können wir ja mal gucken, was der hier so möchte. Ob der eher... Hat der Bäume? Oh. Da oben, Busch? Nein? Ich will nicht dir das in die Dings geben. Den hatte ich auch. Alter Verwalter, der hat aber viel... Junge, da brauchst du aber ein paar mehr Sägen, wenn die alle so weit sind. Junge, Junge, Junge. So, dann gucken wir mal. Haben wir nicht. Tut mir leid, tut mir leid. Ihr seht, ich habe es versucht, aber nein. Nein, ich heb mir das natürlich für die Gemeinschaft auf. Also, wer mag, wer möchte, schreibt mich einfach an. Ich gucke mal hier, warte. Das sind, achso, Freunde. Schon musst du hier gucken. Hier ist meine persönliche ID, ne? Genau. Da könnt ihr mich anschreiben, dieses PKJ und so. Und in der Gemeinschaft, die hat, glaube ich, wo finde ich denn das jetzt? Info. Also, Averianische Farmer. Kürzel ist dieses hier. Könnt ihr jederzeit gern fragen, gern mitmachen. Ja, ansonsten würde ich sagen, gucke ich erstmal, dass ich hier meine Produktion noch so weit wieder aufs Laufende bringe. Dass wir dann auch ordentlich unterstützen können, falls jemand Hilfe braucht. Ja, und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Oster-Event. Ich denke, vor Ostern sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder. Also ist ja diese Woche schon irgendwann dann so, ne? Ja, bis dahin wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende, eine schöne Woche. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.